Iris und Uwe Abel verraten im Interview, wie hart es auch für das Traumpaar zuweilen ist. Diese beiden haben echt Schwein gehabt miteinander. Landwirt Uwe, 54, und seine Iris, 55, die sich 2011 bei Bauer sucht Frau kennengelernt haben, feierten beim großen Startreff der Bauer Media Group an der Ostsee ihren 10. Hochzeitstag. Ihr Fazit beim Freizeitwoche-Interview auf Schloss Warnsdorf: Es passt einfach bei uns. Das heißt nicht, dass bei uns nur Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, sagt sie. Und er fügt hinzu: Warum sollte man weglaufen, nur weil es mal schwierig wird? Ich gebe doch meine Königin nicht auf. Iris Uwe Abel, Streit. Bei diesem Thema fliegen die Fetzen. Turbulent geht es zwischen Iris Uwe Abel trotzdem zu. Wir kämpfen jede Woche um die Krone. Und manchmal führen wir auch Krieg. Aber nie lange. Wir klären die Fronten so schnell wie möglich. Und die Versöhnung ist auch schön, erzählt der Schweinebauer, der nur noch 7 Minischweine hält und stattdessen im eigenen Hofcafé Uwes Lütje Dehl in Döttlingen leckere Torten backt. Außerdem sagen unsere Freunde: Wenn es mit der ersten Frau nicht klappt, klappt es mit keiner. Im Moment muss sich das Paar oft versöhnen. Denn bei einem Thema fliegen die Fetzen. Sie möchte einen Teil ihrer Grünflächen und den ehemaligen Schweinestall für ihre Pferde umgestalten. Doch wie sie das baulich umsetzen, da liegen ihre Vorstellungen weit auseinander, sagt Iris und erklärt lachend, dass sie Uwe sogar schon angedroht habe, im Ernstfall ihre Vierbeiner zu nehmen und zu gehen. Ihr Mann sei nämlich manchmal stur wie ein Esel. Doch statt saumäßig viel Ärger gab es bei der romantischen Auszeit am Meer erstmal tierisch viele Schmetterlinge im Bauch. Nach über 10 Jahren Ehe ist es einfach aus Iris Uwe Abel herausgeplatzt.